Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke mit einem neuen kreativen Montag für euch. Heute zeige ich euch ein Valentinstagsgeschenk für Männer. Das war auf jeden Fall was rausgekommen ist bei meinem Livestream, den ich gemacht hatte und wo ich gesagt habe, stellt mir doch mal ein paar Fragen, beziehungsweise zum Schluss habe ich auch gesagt, sagt doch mal, zu was ich noch Videos machen könnte. Und ein Ding war eigentlich Männerkarten. Ich hoffe mal, ist es auch okay, wenn es jetzt keine Karte in dem Sinne ist, sondern einfach ein ganzes Geschenk, wo quasi die Karte inklusive ist, also schon mit drinne. Aber grundsätzlich ist es ja immer ein bisschen schwierig, was für Männer zu finden. Aber was ich besorgt habe, ist diese große Tafel Schokolade. Und die hat 250 Gramm und es steht drauf, große Liebe. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, perfekt, ne? Wenn ich das meinem Freund zum Valentinstag schenke, wieso soll ich den jetzt einfach überkleben, indem ich da eine Verpackung mache, die da einmal wie so eine Banderole außenrum geht? Nein, ich werde das mit integrieren. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, was ich an Materialien rausgesucht habe, mit denen ich arbeiten werde. Das hier ist Savanne. Dann habe ich hier ein Designerpapier rausgesucht, was, wie ihr vielleicht erkennen könnt, eine Holzoptik hat. Das ist das Designerpapier im Block Holzdekor und da gibt es verschiedene Arten von Holz, die da, ja, ich glaube, abfotografiert wurden, dass das so aussieht. Und ich habe mir jetzt eins rausgesucht, was eben farblich ganz gut zu dem Savanne passt und was aber auch farblich eben ganz gut zu dieser Verpackung hier passt. Das heißt, ich habe mir zwei Blätter davon rausgesucht. Zwei Blätter hiervon. Ich habe mir auch schon mal das marineblaue Stempelkissen zurechtgelegt. Das Stempelset, was ich verwende, ist aus dem Frühjahr-Sommerkatalog von Stampin' Up, der jetzt 2019 gültig ist. Und da gibt es das Stempelset Glücksfälle. In dem Falle habe ich das auf Englisch Amazing Life. Das habe ich deshalb auf Englisch, weil ich in Orlando bei einer Stampin' Up-Veranstaltung war. Die gibt es da dann auf Englisch und ich hätte im Nachhinein mir das schon noch auf Deutsch umtauschen lassen können, aber das war mir irgendwie ein bisschen zu aufwendig und habe mir gedacht, so habe ich ein Andenken, dass das eben in Amerika war, wo ich da war auf der Veranstaltung. Und manchmal ist das ja ein bisschen schwierig mit der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche und dann verlieren manchmal die Sprüche so ein bisschen was oder hören sich ganz anders an. Hier steht so, happy to have you in my life und hier steht, zum Glück habe ich dich. Und ja, das ist nicht eins zu eins übersetzt, aber beides passt definitiv, um es seinem Partner oder seiner Partnerin zum Valentinstag zu schenken. Den Spruch werde ich verwenden, den habe ich mir hier auch schon auf so einen Stempelblock drauf gemacht. So, als erstes müsst ihr euch mal das, was ihr verpacken wollt, ausmessen. In dem Falle diese Schokoladentafel, das habe ich gemacht und habe mir hier wieder so eine Zeichnung gemacht. Und weil ihr da draus wahrscheinlich nicht schlau werdet, sage ich euch es einfach und zeige es euch, indem ich es vormache. Das ist jetzt mein dritter Versuch und ich habe immer mal wieder was abgeändert. Ja, das zeige ich euch jetzt aber nicht. Vielleicht gibt es ein paar Happen davon in den Outtakes. Aber ihr müsst ja nicht die gleichen Fehler machen wie ich. Das ist einmal ein A4-Papier. Ihr legt das oben an der kurzen Seite an, schneidet es bei 14 cm ab. Dann drehen wir uns das um, damit wir das jetzt hier falzen können. Einmal bei 7. Und jetzt kommen so ein paar krumme Maße, die einfach da dran liegen, weil die Schokolade keine so ganz einheitlichen Maße hat. Die hat nämlich eine Höhe von 1,4. Das heißt, wir müssen jetzt bei 8,4 einen Falz machen. Die dritte Falzlinie ist dann bei 22,2. Das wäre hier. Und dann haben wir noch bei 23,6. Und das Ganze falze ich mir jetzt mal. Und weil ich ja da noch was drüber kleben werde, wird man auch meinen Fehler jetzt nicht unbedingt sehen. Ich wollte aber jetzt kein viertes Blatt noch verschwenden. Wir müssen das einfach nur ein bisschen nachjustieren. Wenn euch das mal passieren sollte, dass ihr euch vermessen habt und das nicht so ganz funktioniert, dann könnt ihr erstmal mit dem Teil, wo ihr es vermasselt habt, gucken, ob ihr da nicht noch was dran retten könnt, indem ihr hier die falsche Falzlinie wieder so ein bisschen reindrückt und bearbeitet. Ja, man wird das nachher ein bisschen sehen können, aber es wird jetzt nicht allzu schlimm sein. Test. Ach, endlich. Hier unten sieht man jetzt ein bisschen diese falsche Falzlinie, was aber auch okay ist, weil da eben noch ein Designerpapier drüber kommt. Aber ihr seht schon, hier hinten fehlt uns ein kleines Stück. Also ich habe mir jetzt noch ein Stück
aus einem anderen Papier rausgeschnitten. Das heißt, ihr braucht da zwei Blätter von, aber habt dann noch ein bisschen was über. Ich habe hier eine Klebelasche von einem Zentimeter. Die Höhe ist 13,8. Das ist hier auch die Höhe von diesem Stück oberhalb da, also oben drauf auf der Schokolade. Und die Länge ist insgesamt 15 cm und eben bei einem Zentimeter gefalzt. Also bleibt der Rest, wenn man es hier umknickt, ist dann 14 cm. Und das passt hier genau oben drauf. Ich möchte das hier so reinkleben, dass das nachher etwas ist, was ich aufklappen kann. Ich merke schon, da muss ich mir ein Stückchen was abschneiden, dann geht das einfacher. Und zwar an der Klebelasche einfach so ein mini bisschen anschrägen. Und schon lässt sich das da vielleicht da reinstecken. Das werde ich also nachher so hinkleben. Ja, so, und dann mit einem Magnetverschluss zumachen. Aber zuerst müssen wir uns mal drum kümmern, um diese Aussparung für den Text. Weil ich das aber auch in dem Designerpapier, was hier drauf kommt, auch noch haben möchte, schneide ich mir jetzt erstmal mein Designerpapier zurecht. Da will ich ja wieder, dass so ein bisschen was von diesem Farbkarton außenrum rausguckt und überall am besten gleich viel an den Rändern. Und das heißt, ich mache mir jetzt das 0,4 kleiner als das Unterteil quasi, und zwar an beiden Seiten. Wenn ihr ein Papier habt, was eine bestimmte Richtung hat, ich möchte in dem Falle, dass die Maserung vom Holz so rumgeht, dann passt auf, dass ihr euch das richtig zusammenschneidet. Also ne, wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Figuren, die sonst auf dem Kopf stehen würden oder auf der Seite liegen, guckt, dass ihr euch das so zuschneidet, dass ihr das so aufkleben könnt. Ja, also das ist oben und nicht so rum. Das passt sehr gut. Dann mache ich mir das zweite Stück auch noch, wenn wir schon dabei sind. So rum waren es 13,6. Und auf der anderen Seite sind es 13,2. Jetzt ist es so, dass ich mir das auf jeden Fall fixieren muss, damit ich beide Papiere auf einmal schneiden kann, weil sonst bin ich ja ewig beschäftigt, mir hier dieses Fenster reinzuschneiden. Und dadurch, dass das Designerpapier doch recht dünn ist, der Farbkarton aber eher dick, ist es okay, wenn ich es beides zusammenschneide. Wenn es jetzt zwei Schichten Farbkarton wären, also so ein dickeres Papier, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Was ich jetzt mache, damit ich im Nachhinein hier noch meinen Magneten einfügen kann, ist, dass ich erstmal nur diese Seite festklebe und hier einfach so ein bisschen was offen lasse, dass ich noch drunter komme. Ich mache mir jetzt hier einfach mal so ein bisschen was drauf. Einfach nur, dass das jetzt hält zum Schneiden. Den Rest kann ich später festkleben. Und dann gucke ich, dass das hier einmal überall von den Rändern her ungefähr gleich viel absteht. Rechts, links, oben, unten. Ungefähr so. Und jetzt kann ich mir hier meine Aussparung reinmachen. Also ich möchte, dass das hier ein halber Zentimeter nur ist, weil das relativ nah an dieser Kante von der Schokolade dran ist. Von der Höhe her sind es 3 Zentimeter. Also das hier ist mein oben. Und wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid und nicht durcheinander kommen wollt, könnt ihr ja so einen Pfeil hin machen, den man nachher wieder wegradieren kann. Eigentlich würde man es ja so reinlegen. Wenn ich aber jetzt bei einem halben Zentimeter was machen will, was hier ist, dann wackelt mir das so ein bisschen und ich kann es nicht so richtig festhalten und so. Deswegen drehe ich mir das einmal um. Ich habe aber meinen Pfeil hier und weiß, dass das da oben ist eigentlich. Ich drehe mir mal mein Zettelchen um. Dann habe ich von oben 5 Zentimeter. Hier lege ich es mir hier an der Rille an. Das ist ein halber Zentimeter, da wo diese Führungsschiene hier aufhört. Das hier ist ein Zentimeter, die Linie. So, und jetzt muss ich von dieser Falzlinie hier, ja, wo hier mein großer Mittelteil ist, ich bin hier bei 7,5. Und wenn ich da jetzt 5 cm brauche, dann wären wir bei 12,5. 12,5 ist hier. Das heißt, ich setze hier, wo dieses kleine Stückchen raussteht bei der Schneideklinge, setze ich mir bei 12,5 auf dem Lineal an. Falls ihr so ein Schneidebrett nicht haben solltet mit so einer Hilfslinie und so, dann müsstet ihr euch das einfach mit Bleistift aufzeichnen mit einem Lineal und dann halt mit einem Cuttermesser ausschneiden. Von 12,5 bis 18,2.
Und auch ja, das sind auch wieder sehr merkwürdige Maße, aber es geht hier darum, dass halt diese Schrift dementsprechend war und ich mir das ausgemessen habe. Ich habe jetzt also hier meinen Schnitt gemacht und kann mich jetzt hier an dieser Falzlinie orientieren. Die lege ich hier drüben bei 3 cm an. Und wenn ich jetzt bei 0,5 ansetze und das Ganze 10,5 lang sein soll, das Fenster, was ich da mache, da muss ich also bis 11 schneiden. 11 ist hier unten. Jetzt habe ich meinen zweiten Schnitt. Also hier einen und da einen. Jetzt lege ich es mir mit der Kante hier hinten bei 3 cm an. So. Und gehe jetzt wieder hier runter bis auf meinen Schnitt, den ich gerade gemacht habe. Und wenn ich hier bei 11,4 bin und die Höhe 5,5 ist, dann wären das 16,9. Diese Falzlinie hier bei 5 liegt. Und dann schnappe ich mir wieder meine Schneideklinge und gehe einfach quasi so weit rein, bis ich hier die Linien treffe. Nachdem das ja doppelt gelegt ist, das Papier, fahre ich mir hier einmal nochmal kurz mit dem Bastelskalpell nach, dass das auch wirklich rauskommt. Ne, man sieht hier, es hängt noch ein bisschen an ein paar Ecken. Und wenn ihr eben, wenn euch das zu kompliziert ist, mit dem Schneidebrett das zu machen oder ihr gar kein Schneidebrett habt, mit dem ihr das machen könntet, dann macht es doch einfach gleich mit so einem Bastelskalpell und einem, am besten einem Metalllineal, dass ihr nicht ins Lineal reinschneidet. Und schneidet das einfach so aus. Kleine Reste, die hier noch überstehen, kann ich noch rausholen. Das ist mein Fenster. Und wenn ich das jetzt hier rüberlege, habe ich mich hoffentlich nicht vermessen. So habe ich jetzt hier mein Fensterchen. Jetzt haben wir noch das Problem, wenn wir unsere Lasche, die hier drüber kommt mit dem Magneten, dass man das so aufmachen kann, wenn ich die jetzt hier reinstecke, ist genau an der Stelle, wo ich die Aussparung gemacht habe, guckt das jetzt hier raus. Ja, ihr seht das. Ich mache mir da nur mal so eine kurze Kennzeichnung hin, wo ich ungefähr abschneiden muss. Es reicht mir, wenn es oben und unten 1 cm ist. An der Stelle kann es auch ruhig nur den halben Zentimeter Klebelasche sein. Hauptsache es klebt an irgendwas fest. Schnippel ich mir das mal grob. Das sieht man ja eh nicht, weil es drunter geklebt wird. Dann gegenchecke ich das nochmal, ob das auch so passt, ob man noch irgendwas durchsieht. Sieht gut aus. Das kommt hier raufgeklebt. Gucken, dass man die Falzlinie hier von der Klebelasche nicht direkt hier auf die Kante klebt, sondern ein bisschen überstehen lässt, dass sich leichter falten lässt. So. Hier ein ganz dünnes bisschen hinmachen und hier wieder ein bisschen mehr. Und dann wird das Ganze da drauf geklebt. Das kann auch nicht schaden, wenn man sich das nochmal von der Vorderseite anguckt. Mittig soll es sitzen. Testen. Ja, das funktioniert. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, wo mein Magnet hinkommt, bevor ich jetzt meine ganzen Sachen hier alle festklebe, dass man die Magnete nachher nicht sieht. Da soll also Papier drüber sein. Das sind Neodym-Magnete, und zwar selbstklebende. Die habe ich schon von unterschiedlichen Herstellern besorgt. Ich habe mal welche auf Amazon gekauft, bei Supermagnete. Glaube ich, bei Schneider, was so ein Großhändler ist. Je nachdem, also die kriegt man bei verschiedenen Anbietern. Die sind sehr dünn, aber halten Bomben fest. Ne? Also die schnappen richtig zusammen und haben eine Tragkraft von, glaube ich, 300 irgendwas Gramm. Das ist deshalb wichtig, dass die so stark sind, weil ich ja Papier dazwischen klebe und dann mehrere Schichten Papier dazwischen sind und die trotzdem noch gut schließen sollen. Das funktioniert so. Ich mache die auf jeden Fall aufeinander, löse mir erstmal nur ein Eck ab, an einer Seite, das andere lasse ich noch dran. Dann mache ich mir das hier unten rein auf die Höhe, wo ich es gerne hätte. Ich glaube, ich mache es mal mittig und so ein bisschen vom Rand weg, dass das Designerpapier dann noch drüber kleben kann. Drücke mir das ein bisschen an, nehme mir den runter. Jetzt ist der hier quasi unter dem Designerpapier. Jetzt schnappe ich mir den da wieder drauf, mache mir hier auch die Schutzschicht ab. Und lege mir das Blatt von oben drauf, andrücken. Und wenn ich es jetzt auseinander mache, habe ich hier das, was meine Karte verschließt. Jetzt machen wir uns erstmal hier noch das Designerpapier drauf. Die Verzierung. Hier in den Reihen würde ich jetzt nicht nur, um den Magnet zu überdecken, sondern eben auch, um demjenigen, an dem man das verschenkt, was schreiben zu können. Ein Stück. Wahrscheinlich einfach nur weißes, also so flüsterweißen Karton. Ich muss mal gerade gucken, wie das denn aussieht. Oder ist das zu weiß? Nee, das geht. Das mache ich genauso groß, wie das Designerpapier schon war. 13,6
mal 13,2. Das wird festgeklebt. Bevor ihr dieses Ding um eure Schokolade drumherum klebt, könnt ihr jetzt hier noch gucken, dass ihr den Gruß reinschreibt. So, und jetzt sieht man nämlich nichts mehr von dem Magneten. Hier muss ich allerdings das Stückchen noch festmachen. Das hatte ich ja extra offen gelassen, damit ich den Magnet da noch hinmachen kann, nachdem es geschnitten ist. Bisschen Kleber und einmal andrücken. Wenn ihr das mal habt, dass ihr irgendwo vergessen habt, richtig Kleber hinzumachen, dann nehmt euch ein Stückchen Papier, irgendwas, was ihr gerade rumliegen habt, irgend so ein Rest, macht da ein bisschen Kleber drauf, nicht viel, und fahrt da einmal unten rein, draufdrücken, rausziehen, jetzt ist Kleber unten dran und jetzt kann man das andrücken und dann steht da auch nichts mehr ab. Ist nur so ein kleiner Tipp, wenn man mal an irgendeiner Stelle vergessen hat, Kleber hinzumachen und dann nicht mehr richtig rankommt. Wir haben ja hier noch so ein kleines Stückchen, was frei ist quasi. Ich würde mal sagen, ich mache mir einen 3 cm Streifen, der 14 cm breit ist. Und dann kann ich das so aufkleben. Allerdings mache ich das jetzt erstmal nur an einer Seite fest, denn ich muss ja noch stempeln. Dann machen wir hier einmal kurz ein bisschen was auf eine Seite. Dann haben wir das nämlich auch schon mal fest. Und zu guter Letzt stempeln wir jetzt. Und das müssen wir natürlich richtig rum machen. So rum geht das Ganze auf. Das da ist oben. Da ist noch mein kleiner Pfeil. Und jetzt schnappe ich mir meinen großen Stempel, den ich mir zurechtgelegt habe. Mein Stempelkissen. Und bei so großen Stempeln mache ich das lieber, dass ich es mir andersrum drehe und nicht das den ganzen Stempel ins Stempelkissen haue, sondern quasi verkehrt herum und es drauflege. So sehe ich ganz genau, wo ich noch nicht gewesen bin. Reicht vollkommen, wenn ihr das vorsichtig aufdotzt und nicht feste draufdrückt. So, jetzt müssen wir nur, und dafür legen wir uns das mal gerade hin, dann haben wir nämlich ein bisschen schöneren Untergrund, der nicht so huggelig ist. Ich würde sagen, voll in die Mitte. Ja, das sieht gut aus. Hoffen wir mal, es funktioniert, ne? Tada! Also ihr könnt es auf jeden Fall so lassen, aber ich glaube, ich kann einfach nicht anders. Ich werde da jetzt noch ein was machen, was mir gerade auffällt, was ich gerne machen möchte, denn es ist ja immerhin für meinen Freund. Also wie gesagt, ihr könnt aufhören und das einfach hier hinten so zusammenkleben. Dann habt ihr hier euer Geschenk. Hier könnt ihr das aufmachen, da kann der Gruß rein, alles okay. Aber ich mache jetzt noch was, das zeige ich euch schnell. Ich teste es jetzt einmal mit einem weißen Hintergrund. Ich bin mir nämlich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie ich es genau haben will. Da muss ich mir jetzt was unterlegen, sonst würde ich meine Matte vollstempeln. Ich will nämlich lediglich diesen Banner hier nochmal haben. Bei sowas wie so einem Banner ist das eine relativ einfache Form. Ich lasse hier so einen kleinen weißen Rand um die Stempellinie und schneide einfach drauf los. Bewege mir hier das Papierchen immer wieder ein bisschen. Die Schere lasse ich eigentlich relativ so, wie sie ist. Also so in der Schnittrichtung quasi. Und so ist da einfach ein weißer Rand und wenn der mal nicht ganz exakt überall gleich ist, dann ist das nicht ganz so störend, wie wenn ein Stück von der Linie fehlt. Gleiches Spielchen also nochmal auf dem anderen Papier. Ich muss mir das mal hier so grob abschneiden. Das Papier nervt mich irgendwie ein bisschen. Und das ist die zweite Variante und ich finde, die ist deutlich besser als diese hier. Einfach nochmal, weil die Farbe, diese Savanne nochmal mit aufgegriffen wird. Ihr könnt das jetzt auch einfach so draufkleben. Oder aber, wenn ihr den habt, schnappt ihr euch so ein paar Mini-Dimensionals. Die sind perfekt für so einen Mini-Banner, der ja nicht sehr breit ist. Da müsst ihr nämlich nichts zurechtschneiden. Drei Stück abfummeln. Und jetzt muss ich kurz mit dem Kopf hin. Wobei, ihr seht, glaube ich, meinen Kopf gar nicht. So lasse ich es aber jetzt. Ich hoffe, es ist schlicht genug und passend für die Männer in eurem Leben, die vielleicht nicht so auf Rosa und Pink und zu viel Glitzer und Bling Bling stehen. Da mache ich hier jetzt einfach noch ein bisschen Kleber hin. Gucke, dass ich das übereinander lege, dass das Weiße schön mit dem Savanne abschließt. Andrücken.
Und ich habe meine Verpackung und sie hält und sie lässt sich öffnen. Und jetzt habe ich mir noch gedacht, wenn man denn noch irgendwie eine Art von Herz machen möchte, weil es eben Valentinstag ist, könnte man hier jetzt zum Beispiel noch ein Herzchen machen. Entweder einfach hier drauf stempeln oder eins, was so ausgestanzt oder ausgeschnitten ist, dahin machen. Herzen ist was, was nun mal wirklich einfach auszuschneiden ist, ja, im Gegensatz zu anderen Sachen. Ich würde mal fast sagen, ich probiere das einfach mal. Ich meine, mehr als schief laufen kann es ja gar nicht. Das wäre ja nur auch nicht so tragisch. Und es gibt auch Herzen, die nicht symmetrisch sind. Gibt es sogar auch extra zu kaufen als so Stanzform und Stempel. Also muss das noch nicht mal sonderlich perfekt sein. Und ihr hättet ja hier ein Herzchen. Okay. Frei handgeschnittene Herzen sind bei mir jetzt nicht so prickelnd. Ne, also zum Beispiel so, oh, das ist doch süß, ein großes Herz und ein kleines Herz. Also, ich glaube, ich muss sie dahin machen. Und so seht ihr auch, dass ihr selber sowas ausschneiden könnt. Wie gesagt, es ist nicht bei allem wirklich so einfach möglich, aber gerade Herzen ist noch relativ dankbar. Und auch wenn es für euch okay ist, dass die jetzt nicht komplett symmetrisch sind. Also wenn ihr sagt, ja, nee, das traue ich mich aber nicht, da bin ich nicht so gut drin, dann malt es euch doch einfach auf und schneidet es dann aus. Auch das ist möglich. Seht ihr, die sind nicht perfekt, aber völlig ausreichend. Und dadurch, dass das Blau nicht direkt auf dem anderen Blau liegt, fällt das auch nicht so dolle auf, dass das nicht exakt der gleiche Ton ist. So sieht mein Geschenk für den Mann eurer Wahl oder auch die Frau, die nicht auf so viel Shishi steht und gerne gedeckte Farben mag, für den Partner eurer Wahl einfach zum Valentinstag oder auch einfach mal so zwischendurch. Wieso nicht? Muss ja nicht ein erfundener Feiertag sein, zu dem man dem Partner, den man mag, was schenkt und seine Liebe zeigt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Hoffe, das hat denen, die in meinem Livestream mich gebeten haben, bestimmte Dinge zu zeigen, geholfen. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Hinterlasst doch mal einen Kommentar, ob ihr euch das so ungefähr vorgestellt habt. Einmal Männersachen und einmal spezielle Verpackung. Ich hoffe, das trifft den Nerv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr kein neues Video von mir verpassen wollt, dann abonniert doch meinen YouTube-Kanal und denkt dran, diese kleine Glocke noch mitzudrücken, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wann immer ich ein neues Video gepostet habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss! Hallo, hier ist Jana. Ein Valentinstags... Ah, da denkt man immer, man hat alles vorbereitet und doch wieder nicht. Wenn ich sie denn finde, das hier kann im Übrigen weg, das habe ich wieder verworfen. Schauen wir mal, ob das, was ich mir gedacht habe, auch so passt. Dann nochmal 1,3, aber kann das dann noch hinhauen, dass das... Nein, irgendwas stimmt nicht. So, da müssten angeblich 8 überbleiben, ne? Warte mal, 24, 31, 1. Das geht gar nicht. Naja, aber überhaupt kein Problem. Ach, verdammt. Weil das schräg ist. Ich verzweifle noch. Dann haben wir hier nur noch 6,5. Jetzt müsste es aber tatsächlich hinhauen. Wieso denn nicht? Ach, das ist oben nicht weit genug. Ach, scheiße. Ja, aber was ist denn da nicht weit genug? Ist das richtig? Rechnen wir nochmal nach. Okay. So. Und zwar. Okay. Also. Und so. 13,5 geht nicht, oder was? Willst du mich verarschen? Hä? Ach, nee. Wie machen wir das jetzt? So, 13, ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich mache das so, dass ich in der Höhe habe ich und jetzt lege ich mir das an. Okay, da gehe ich einfach nochmal nach. Ja, so war nicht Jana. Wuhu! Oh Gott, endlich was, wo ich mich nicht vermessen habe. Ja, ups.
Das sollte nicht abfallen. Bleibst du da jetzt da? Sag mal, ne? In was mache ich's? Das ist natürlich nicht so doll. Da entweder mit dunkel... Oh, Leute, es tut mir leid. Ich kann noch nicht aufhören. Ich muss es zumindest mal getestet haben. Okay, ich mache das alles für euch. Was einen anspricht. Springt. Ach, okay. Das sind Kollateralschäden. Die hat man, wenn man bastelt. Alles gut, geht wieder ab. So, ich teste nur. Beide, wie nennt man die? Öhrchen? Beide Rundung? Keine Ahnung. Dann würde ich mal sagen, boah, war das wieder konfus. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann.